Hallo zum Thema Datenbanken und SQL. Heute befassen wir uns mit einfachen Datenbankabfragen. Diese ermöglichen es uns, Daten in der Datenbank wiederzufinden. SQL gibt uns nämlich die Möglichkeit, Abfragen so zu verfeinern, dass wir genau die Informationen finden, die wir suchen. Ich bin auf dem Weg zur Polizeistation, um dort bei der Erstellung von einfachen Abfragen und heute besonders bei den Projektionen zu unterstützen. Bei der Aufklärung von Verbrechen werden zum Beispiel viele Daten über Personen, Delikte, Diebesbeute oder Tatwaffen gesammelt. Wie wir wissen, bestehen Datenbanken aus mehreren Tabellen. Die gesammelten Informationen werden dann in diesen Tabellen gespeichert. Wir wollen diese Daten natürlich auch wieder abrufen. Dazu schreiben wir eine sogenannte SQL-Abfrage. Schauen wir uns die generelle Schreibweise einer einfachen SQL-Abfrage an. Eine einfache Abfrage besteht immer aus einer Select- und einer From-Anweisung. Mit der Select-Anweisung geben wir an, welche Spalten wir aus den Tabellen auslesen, also selektieren wollen. Das sind unsere Attribute. Und in der From-Anweisung sagen wir, aus welchen Tabellen wir die Attribute erhalten wollen, also woher. Das sind unsere Relationen. Wenden wir das an einem Beispiel an. Wir möchten wissen, welche Informationen in der Tabelle Beute gespeichert sind. Dafür betrachten wir alle Daten aller Spalten einer Tabelle, indem wir für die Abfrage den Befehl SELECT-Stern verwenden. Nach dem Schlüsselwort FROM geben wir den Namen der Tabelle ein, aus der wir die Daten abfragen möchten. Das Ende einer Abfrage bildet einen Strichpunkt. Wir erhalten nun die gesamten Daten aus der Tabelle Beute. Da so eine Tabelle möglicherweise sehr viele Daten enthält, die wir im Moment nicht benötigen, können wir die Ergebnistabelle auf gewisse Spalten einschränken. Dafür passen wir unsere Abfrage an und erstellen mit SQL eine sogenannte Projektion. In unserem Beispiel sollen nur die Bezeichnung und die Beschreibung aller Beutestücke angezeigt werden. Um eine bestimmte Spalte anzuzeigen, schreiben wir in der Select-Anweisung anstelle des Sterns den gesuchten Spaltennamen. In unserem Fall also zunächst Bezeichnung. Möchten wir mehrere Spalten betrachten, werden diese durch ein Komma getrennt angegeben. Nach dem Komma schreiben wir also den Namen der Spalte Beschreibung. So erhalten wir die gewünschten Spalten aus der Tabelle Beute. Mit der Projektion können wir die Ergebnistabelle nicht nur auf gewisse Spalten einschränken, sondern damit auch Berechnungen mit mehreren Spalten oder mit Spalten und Zahlen durchführen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass diese Berechnungen nicht in der Datenbank gespeichert, sondern nur in der Ergebnistabelle angezeigt werden. Um jetzt zu ermitteln, ob es sich bei den Diebstählen um einen Versicherungsbetrug handeln könnte, möchten wir die Differenz zwischen Versicherungssumme und Wert der Beute ausgeben. Dafür erweitern wir unsere Abfrage, indem wir von der Spalte Wertsumme für Versicherungssumme die Spalte Wert abziehen. Mit S-Differenz geben wir der neu berechneten Spalte einen Namen. Es können auch andere Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division verwendet werden. Wie wir sehen, ist die Versicherungssumme beim Fernseher höher als sein Wert. Daher sollten die KollegInnen von der Polizeiinspektion sich diesen Fall noch einmal genauer ansehen. So, nun wissen wir, wie wir einfache SQL-Abfragen formulieren und Informationen aus der Datenbank abfragen können. Um die Daten auf gewisse Spalten einzuschränken, haben wir eine Projektion erstellt. Außerdem haben wir durch eine Berechnung eine neue Spalte in der Ergebnistabelle erstellt, die nur angezeigt, aber nicht in der Datenbank gespeichert wird. Bis zum nächsten Mal!